Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Stable Online mit einem neuen Champion-Video. Heute mit Winter Prince, aka Heidrun, glaube ich, oder? Ja, Heidrun, genau. Das erste von drei Rennen mit Heidrun. Wir starten in Firkroof, wie eigentlich fast immer wir in Firkroof starten. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen und ich würde sagen, los geht's. Okay, los geht's also. Es ist eine Gruppe, gut, wir haben jetzt auch Freitag um 10 tatsächlich. Ja, genau. Mal gucken, wie es diesmal so läuft. Beim letzten Mal war ja noch im Schnee. Ich muss sagen, ich spiele es das erste Mal SSO, seitdem der Schnee raus ist. Der ist ja Mittwoch verschwunden. Wie gesagt, war es Freitag, zwei Tage später. Und ich muss sagen, er fehlt mir jetzt schon. Es sah alles irgendwie so viel magischer und gelassener und auch irgendwie, weiß nicht, so gemütlich und ruhiger aus. Ich finde ja, Schnee nimmt irgendwie überall so ein bisschen diese Geschwindigkeit raus und macht alles so ein bisschen gemütlicher und entspannter. Und das fehlt mir jetzt irgendwie schon wieder extrem. Klar, sieht auch gut aus, keine Frage. Ich mag ja eigentlich die Star Stable Grafik sehr, sehr gerne, die neue. Aber es fehlt trotzdem irgendwie was. Es fehlt irgendwie, finde ich, die letzten paar Wochen Schnee war echt schön. Und wie gesagt, ich habe es ja schon letztens im Stream gesagt, ich freue mich echt wahnsinnig auf Ende des Jahres, wenn wir dann wieder Schnee haben, hoffentlich. Ich hoffe, also ich denke mal schon, dass er wieder reinkommt. Alles andere würde keinen Sinn machen. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich dann auf jeden Fall wieder auf neuen Schnee, wenn dann alles wieder so ein bisschen zugeschneit ist oder sehr stark auch zugeschneit ist. Ja, ich liebe einfach diese Atmosphäre. Deswegen mag ich auch eigentlich den Herbst ganz gerne, weil da alles so ein bisschen dunkler und düsterer ist. Und ich finde, das bringt sehr viel Gemütlichkeit in das doch so triste Wetter mit rein. Und ich habe tatsächlich hier einen ersten Platz abgeräumt. Richtig, richtig cool. Ja, und das war's mit dem ersten Rennen, also mit dem ersten Champion mit Heidrun. Es lief richtig gut. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie stark meine Konkurrenz sein kann. Ich bin auch Level 22, dass ich denen da doch ein bisschen überlegen war mit den Level. Ist ja auch noch ziemlich früh. Aber wir haben mal wieder eine Goldmedaille gewonnen. Das gab es ja auch schon wieder sehr, 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 sehr lange nicht. Und ja, genau. Ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.